Hallo zusammen. Ich möchte euch heute Live Search vorstellen. Dabei handelt es sich um die Suche im Type-3 Backend oben rechts. Da könnt ihr einfach Begriffe eintragen und dann werden sämtliche Type-3-Tabellen nach diesen Begrifflichkeiten durchsucht. Und da wollen wir mal genau gucken, wie dieses System funktioniert. Ich weiß ja jetzt auch nicht alles. Ich gehe da jetzt mal genau so her wie ihr, die vielleicht keine Ahnung davon haben. Und jetzt irgendwie gucken, wie man es verbessert oder wie es funktioniert. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Also, sobald ich irgendwas eingetragen habe, wird ja irgendein Request jetzt an Type-3 gesendet. Und den verfolgen wir mal. So, da habe ich einen Request gefunden. Und da sehen wir schon, das ist ein Ajax-Request. Und der heißt Live-Search. Da wir uns im Backend befinden, gibt es hier eine Datei, die heißt Ajax-Routes. Und wenn wir dann da nach Live-Search suchen, sehen wir, welche PHP-Datei mit welcher Methode aufzurufen ist. Haben wir es gefunden. Da ist unser Query-Parameter. Das ist also der Begriff Type-3, den wir gesucht haben. Da wird jetzt unser Begriff der Live-Search hinzugefügt. Und dann findet hier unten schlussendlich die Suche statt. Jetzt gibt es auch eine Fallunterscheidung. Es gibt noch so ganz spezielle Kommandos, die man in die Live-Search eintragen kann. Das haben wir jetzt gerade nicht. Wir haben einfach nur einen Begriff eingetragen, landen also hier unten. Und jetzt geht er alle Tabellen aus dem TCA durch und durchforstet sie. Da gibt noch ein paar Fallunterscheidungen. Wenn eine Tabelle zum Beispiel versteckt ist, dann wird die nicht durchsucht. Oder wenn der Backend-Benutzer keinen Zugriff darauf hat oder sie diese Daten auch gar nicht sehen darf, dann werden die excluded. Ja, dann weiter zur Suche. Dann gibt es noch eine weitere Einstellung, Search Fields. Also jeder Extension-Entwickler oder auch der Core kann selber für jede einzelne Tabelle entscheiden, welche Spalten dieser Tabelle zu durchsuchen sind. Macht vielleicht nicht unbedingt Sinn, eine Telefonnummer da reinzupacken, weil der eine macht so Bindestrich, der andere mit Semikolon, Schrägstrichen, was weiß ich. Das ist ja kaum zu vereinheitlichen. Also Telefonnummern da jetzt durchsuchbar zu machen, das macht vielleicht wenig Sinn. Aber sowas wie Titel, Bodytext, UID, das sind so die Felder, die üblicherweise verwendet werden. Ah, und wenn Search Field nicht gesetzt ist, haben wir hier ein leeres Array. Dann wird das mit Sicherheit leer sein. Und wenn es leer ist, dann durchsucht das auch nicht. Genau. If empty, dann passiert nichts. Also das sind unsere Fallunterscheidungen. Schauen wir uns mal dazu die Tabellen entsprechend an. Aha, Syslog. Da sieht man dann schon, da ist ein High Table 1. Das heißt, die wird nicht durchsucht. Also da müsst ihr weiterhin euch direkt auf die Datenbank einklinken oder das Log-Modul verwenden. Search Fields, also Überschrift, der Link wird auch durchsucht. Gut, Subheader macht Sinn, Bodytext, über Header-Link kann man sich streiten. Und das ganze XML von Plugins wird mit durchsucht. Ein Height-Table gibt es hier nicht. Also, das wird auf jeden Fall durchsucht. Schauen wir mal bei der News von Georg Ringer vorbei. Also, da ist nichts versteckt, wunderbar. Oh, nur UID und Title. Bodytext wird gar nicht mehr durchsucht. Das können wir uns nochmal anschauen. Ich habe hier die News. Und da gibt es das Wort November. Das gibt es nicht im Titel. Probieren wir das mal aus. Wunderbar, funktioniert. November wird nicht gefunden, weil Bodytext beim Georg nicht in den Search Fields drin vorkommt.
Kommen wir mal zu diesen Kommandos. Wenn ich einfach mal einen Begriff eintrage, den es nicht gibt, dann gibt es hier unten so eine kleine Mini-Hilfe. Man kann mit Raute Page Doppelpunkt eine Suche starten, die sich nur speziell auf die Seiten bezieht. Na gut, da habe ich so eine Seite, die heißt Contact. Probieren wir das mal aus. Page Doppelpunkt Contact. Ja, wunderbar, die hat er sofort gefunden. Aber was gibt es sonst noch für Begrifflichkeiten? Was für Kommandos? Was ist das hier eigentlich? Wo kommt das her? Da habe ich mal ein bisschen was rumsuchen müssen. Und zwar, wenn ihr Low-Level, also diese System-Extension Low-Level installiert habt, dann habt ihr hier unten dieses Configuration-Modul und könnt dann hier mal auf Type-of-3-Conf-Vars wechseln und unter Sys, Live-Search seht ihr jetzt die ganzen Kommandos, die für die Live-Search erlaubt sind. Fände ich eigentlich ganz schick, wenn diese Kommandos direkt da oben drin sind, dass man direkt als Editor weiß, was ich damit machen kann. Und da sehen wir sogar die News. Registriert hier ein Kommando speziell für die News. Da können wir nochmal ausprobieren. Also immer Raute, News, Doppelpunkt 1. Wunderbar, finde ich direkt die News. Oder ich kann auch noch System, weil ist am Titel drin. Aber November dürft ihr jetzt bitte nicht finden. Genau, richtig, das geht nicht. Ich kann auch nach Content suchen. Raute, Content, was hatten wir? Oder Hello. Genau, wunderbar. So funktioniert das dann mit diesen Kommandos. Und ich zeige euch mal, wie der Georg das jetzt gemacht hat oder wie man die jetzt registriert. Das fängt ja gut an. Warum hat er das denn nicht in die Local-Conf gepackt? Ah, genau. Da ist der Befehl dafür. Live-Search. Man kann sogar News-Tags durchsuchen. Da gibt man dann den Tabellennamen an und dann findet man es. Aber für mich gehört das eigentlich in die Ex-Local-Conf rein. Gut. Könnt ihr mich ja korrigieren in den Kommentaren, wenn ich da falsch liege. Ja, eins habe ich noch. Und zwar, es nutzen ziemlich wenig Leute, also von meiner Ansicht nach nutzen sehr wenig Leute diese Suche, weil sie so unfassbar langsam ist. Ja, auch ich kenne Webseiten, da sind dann so 62.000 Seiten dann da drauf mit, was weiß ich, 130.000 Inhaltselementen. Wenn man dann als Editor oder als Admin dann diese Suche quält, dann kann das dann schon mal so 7 Sekunden dauern, bevor überhaupt mal ein Ergebnis kommt. Also für Administratoren habe ich jetzt mal ein bisschen Abhilfe geschaffen. Jetzt kriegt er leider noch mal ein bisschen was Quellcode an der Backe. Live Search. Da gibt es eine Get Page ID List. Und da habe ich mal ein Patch für Type-of-3 geschrieben, wenn ich Admin bin, dass er gar nicht erst anfängt, für jede einzelne Seite zu prüfen, ob der Admin auf diese spezifische Seite Zugriff hat. Das müsst ihr euch vorstellen, bei 60.000 Seiten geht er jede Seite durch und prüft, hat der Admin Zugriff darauf. Und das 60.000 Mal. 60.000 Queries. Und dann hast du eine Liste mit 60.000 Page-IDs und die wird dann schlussendlich bei der Suchquery hinten angefügt, so wer PID in und dann 60.000 PIDs. Das ist der schiere Wahnsinn. Und da bin ich ganz glücklich, dass da dieser Patch es in Type-of-3 reingepackt hat. Und dadurch wird jetzt, wenn ich Admin bin, wird die PID jetzt gar nicht mehr berücksichtigt. Und dadurch sind die, ist das eine, ist 150 Millisekunden sind die Datensätze da. Das ist halt einfach mega geil. Und ich habe noch so ein paar andere Ideen dazu. Mal gucken, ob da der Core das auch noch mit aufnimmt. Auf jeden Fall sehr geil ist ab der 11.5.5 ist dieser Patch mit drin. Und seitdem macht das auch wieder Spaß, mit Live-Search zu arbeiten. So, viel Spaß, schönes Wochenende. Man sieht sich. Ciao.